Es ist Antwort A. Das rohe Ei ist schneller und kommt zuerst unten an. Wenn die beiden Eier oben auf dem Schneidebrett platziert werden, haben sie die gleiche Höhenenergie. Lässt man sie los, rollen sie das Brett hinunter und wandeln die Höhenenergie in Bewegungs- und Rotationsenergie um. Beim rohen Ei dreht sich nur die Eierschale, während das flüssige Innere des Eis sich nur bergab bewegt. Der größte Teil der Energie geht in die Bergabbewegung über. Beim hartgekochten Ei dreht sich sowohl die Eierschale als auch das Innere des Eis. Dadurch bleibt weniger Energie für die Bergabbewegung, sodass dieses Ei langsamer ist und später unten ankommt. Thank you.